So Leute, da bin ich wieder, gerade eben frisch aufgestanden. Ich habe mal ein bisschen in meinem Handy recherchiert und zwar habe ich extra für euch die 4K-Auflösung gefunden. Ich bin mal gespannt, ob die Videoqualität jetzt ein bisschen besser wird. Ja, ich bin noch ein bisschen verschlafen, deswegen. Wir machen heute einen Roadtrip nach Schaffhausen. Und ich will jetzt mal kurz das Auto zum Laden rüberstellen. Momentan habe ich noch 49%. Ich will es auf 90% vollladen, damit wir dann später nicht zwischenhalten müssen. Genau. Ich zeige euch das mal kurz. So sieht es momentan aus. 49%. Genau. Jetzt fahre ich mal kurz rüber zum Laden mit euch und dann zeige ich euch, wie ich das immer mache hier bei uns im Ort, weil wir können kostenlos laden. Bis gleich. So, ich bin angekommen. An der Ladesäule steht mal wieder ein Verbrenner. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Direkt neben mir. Passat. Naja, hier steht extra so ein kleines Schild. Elektrotankstelle. Parkplätze bitte für Elektrofahrzeuge freihalten. Aber ich habe ja noch meinen Platz bekommen. Und ja, ich werde jetzt um die 2 bis 3 Stunden laden. So, jetzt habe ich gerade die Säule angeschlossen. Ja, meine Scheibe ist hier ein bisschen dreckig. Und es zeigt mir an, 1 Stunde 30, dann lag ich ja mit den 2 Stunden gar nicht mal so falsch. Ich lade jetzt hier mit 17 bis 18 kW. Genau, und nach 1,5 Stunden werde ich es dann wieder abholen, weil ich wohne ja ungefähr 300 bis 400 Meter von der Ladesäule weg. Das bedeutet, jetzt laufe ich kurz nach Hause, esse schnell was und dann melde ich mich später wieder. Ich habe jetzt den Tesla auf 100% laden lassen. Das ging jetzt ein bisschen länger. Ich dachte, ich habe ihn schon lange nicht mehr auf 100% laden lassen. Ich habe ihn jetzt mal ein bisschen balancieren lassen. Er ist jetzt komplett voll. Und genau, dann fahren wir jetzt gleich los. Dann sehen wir uns später wieder. Entweder während der Autofahrt oder eben schon am Reinfall. So sieht das bei mir aus. 199,7 Kilometer. Ich stehe jetzt gerade wieder an der Ladesäule und werde jetzt gleich anstöpseln. Und ich habe jetzt noch 49%. Ja, das waren mal ein paar kleine Eindrücke vom gestrigen Ausflug nach Schaffhausen bzw. an Rheinfall. Ich hoffe, euch hat es gefallen und falls es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da und ihr könnt mich auch gerne abonnieren. Und in dem Fall würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.